Der Server Slam und somit die letzte große Beta vor dem Release von Diablo 4 ist Geschichte. Und meiner Meinung nach können wir uns jetzt auf einem wirklich sauberen Release mit einem richtig guten Titel freuen. Warum ich das meine, das erzähle ich euch in diesem Video. Insgesamt haben wir nun drei Beta-Phasen durchlaufen. Einmal die Closed Beta, die Open Beta und nun zuletzt der Server Slam. Und ich finde, aus diesen drei Beta-Phasen kann man auf jeden Fall ein paar Erkenntnisse ziehen, was den Release von Diablo 4 betrifft. Denn das, was wir gesehen haben, war definitiv schon sehr aufschlussreich. Natürlich wissen wir jetzt, wie sich das Spiel anfühlt, wie das Ganze aussieht, aber auch, wie die Technik letzten Endes funktioniert. Und eine Erkenntnis, die diese Beta-Phasen auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass wir uns, glaube ich, auf einen sehr polierten Release freuen können. Denn man hat definitiv gesehen, dass Diablo alleine schon in diesen Beta-Phasen einen gewissen Progress gemacht hat. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, die Entwickler arbeiten im Hintergrund auf Hochtouren an diesem Spiel. Und gerade jetzt nach dem Server Slam bin ich auf jeden Fall einigermaßen guter Dinge, dass wir auch mit einem reibungslosen Release rechnen können. Der Server Slam lief nämlich überraschend flüssig und poliert. Hatte die Closed Beta definitiv noch ihre Kindheitskrankheiten, wie zum Beispiel völlig überfüllte Serverwartelisten, diverse Lags und so weiter, hat man davon im Server Slam jetzt eigentlich fast gar nichts mehr gemerkt. Zum Start der Closed Beta war es ja wirklich noch so gewesen, dass wir teilweise wirklich Stunden in Warteschlangen gesteckt haben und ewig warten mussten, bis wir dann aktiv spielen konnten. Und natürlich war danach die Sorge groß, dass gerade am Release-Tag die Server völlig zusammenbrechen werden und man eigentlich zu Release gar nicht probieren muss, das Spiel zu spielen. Das Ganze besserte sich dann schon in der Open Beta. Und man muss dabei bedenken, dass in der Open Beta ja noch mal mehr Leute auf die Server kamen als noch in der Closed Beta. Jetzt beim Server Slam war von Warteschlangen, jedenfalls immer, wenn ich mich eingeloggt habe, so gut wie nichts zu sehen. Also wenn, dann kam höchstens kurz eine Mitteilung, dass man in einer Warteschlange von unter einer Minute ist, aber letzten Endes war dann nach ein paar Sekunden das Spiel auch aktiv. Und von daher bin ich wirklich guter Dinge, dass wir zu Release kein absolutes Server-Desaster erwarten werden. Klar, zu Release werden mit Sicherheit nochmal mehr Leute auf die Server strömen, aber gerade jetzt beim Server Slam war der Ansturm mit Sicherheit auch schon ziemlich groß gewesen. Aus diesem Grund hat Blizzard ja auch nochmal diese Beta gestartet, eben um auch die Kapazitäten der Server zu testen. Und man muss einfach sagen, dass das dieses Mal wirklich gut geklappt hat. Wenn Blizzard diesen Standard auch zu Release halten kann, dann können wir uns auf jeden Fall auf einen einigermaßen reibungslosen Start freuen. Und nicht nur die Warteschlangen wurden gefixt, auch generell das Spielerlebnis wurde ja nochmal angepasst. In den ersten beiden Beta-Phasen, gerade in der Closed Beta, hatten viele Spieler mit Lags und Mikrorucklern und so weiter zu kämpfen. Gerade wenn man von einem Gebiet ins andere gewechselt ist. So ein gutes Beispiel war immer, wenn man von einem Außengebiet nach Kyovashad reinkam, dann hatte man auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Diashow gehabt, bis sich das Bild dann beruhigt hatte. Das war jetzt im Server Slam kaum noch zu merken. Natürlich hat es hier und da immer noch mal ein bisschen gestottert. Das war nach wie vor immer noch dieses Problem beim Wechseln der Gebiete, dass da das Spiel irgendwie noch mal die Umgebung wahrscheinlich neu in den Speicher laden musste und deshalb so ein bisschen gestottert hat. Aber es war dann wirklich so minimal gewesen, gerade im Vergleich zu den vorigen beiden Beta-Phasen, dass es für mich auf jeden Fall absolut verschmerzbar war. Und klar gab es auch Spieler, die technische Probleme hatten. Aber gerade auf dem PC ist das mittlerweile mehr oder weniger gang und gäbe und die Stimmen, die man da gehört hat, waren nach dem Server Slam auf jeden Fall, ich sag mal, relativ leise. Also es waren nicht so viele Leute wie noch in den ersten beiden Beta-Phasen gewesen. Oft war es so, dass Spieler eben darüber geklagt haben, aus dem Client geflogen zu sein, was sehr ärgerlich ist. Gerade bei dem Weltboss ist das wohl öfter passiert, aber das ließ sich letzten Endes in den meisten Fällen auf ein defektes Anti-Cheat-Programm bzw. auf einen defekten Kopierschutz oder ähnliches zurückleiten. Also auf jeden Fall Dinge, die fixbar sind. Und da Blizzard ja immer noch ein paar Wochen
zwei Wochen, um genau zu sein, Zeit hat, um eben auch noch diese kleinen Sachen zu fixen, bin ich guter Dinge, dass es bei Release sogar alles noch sauberer laufen sollte als jetzt im Server Slam. Und es war auch irgendwie ganz schön und auch wichtig zu sehen, dass eben aktiv an diesem Spiel gearbeitet wird. Blizzard hätte nun auch einfach dreimal dieselbe Version rausknallen können als Beta, aber man hat in der Beta-Phase oder in den Beta-Phasen jetzt schon gesehen, dass eben gerade auch an technischer Seite rumgewerkelt wird. Jetzt in der Server Slam Beta hatten wir auf dem PC ja sogar für Nvidia das DLSS, also selbst das lief jetzt und das hat bei mir auch tatsächlich ganz gut funktioniert und hat auch noch einen kleinen Performance-Boost gegeben. Also von daher bin ich wirklich sicher, dass eine der größten Ängste, was den Release von Diablo 4 betrifft, nämlich die technische Seite und die Serverseite, dass wir da einigermaßen entspannt auf den Release schauen können. Und auch ansonsten bastelt Blizzard ordentlich an dem Spiel herum. Das hat man in den Beta-Phasen jetzt auch gemerkt. Und natürlich ist nicht jeder mit allem zufrieden, aber das ist auch sehr schwer, weil man kann nicht immer alle zufriedenstellen. Aber man hat schon gesehen, dass Blizzard auf das Feedback der Community eingeht, wenn man sich zum Beispiel mal die Balance der Klassen ansieht. War es in der Open Beta noch so, dass der Totenbeschwörer komplett überpowered war und der Barbar zum Beispiel dann einigen nicht so gut gefallen hat? Gerade auch der Druide war für viele dann doch eher ein Reinfall. So hat man bei Blizzard da ein bisschen an den Stellschrauben gedreht und hat im Server Slam jetzt das Ganze nochmal neu gebalanced. Und ja, natürlich ist es so, dass dieses Mal auch nicht alles gut gegangen ist, aber das war auch schon bei anderen Diablos so gewesen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass der Druide meiner Meinung nach sehr gut spielbar ist. Den habe ich auch nochmal auf Level 20 hochgespielt und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also im Vergleich zur Open Beta hier eine ganz klare Verbesserung. Auch an den anderen Klassen wurde ein bisschen herumgebastelt. Der Zauberer ist ein bisschen schwächer, meine ich, als noch in der Open Beta, aber auch noch gut spielbar. Der Totenbeschwörer, den hat es so ein bisschen erwischt. Und den hat es dann auch tatsächlich durch die Nerfs so sehr erwischt, dass natürlich auch wieder massig Leute am Rumkrakeelen sind, dass ihr auch massig auf YouTube Videos dazu findet, dass der Totenbeschwörer vernichtet wurde. Am besten natürlich noch mit irgendwelchen reißerischen Thumbnails, wo man dann mit erschrockenem Gesicht zu sehen ist und Tränen in den Augen, weil Blizzard den Totenbeschwörer getötet hat. Ja, der arme Totenbeschwörer. Aber seien wir mal realistisch, außer dass man damit eben noch ein paar Klicks abgreifen kann, hat Blizzard den Totenbeschwörer natürlich nicht getötet. Gerade heute kam die Nachricht, dass zu Release der Totenbeschwörer wieder gebufft wird. Das nennt sich letzten Endes Balancing. Und das kennen wir aus solchen Titeln und eben nicht nur aus Diablo, auch aus diversen MMOs oder auch aus Spielen wie The Division oder Destiny, dass an dem Balancing eben fortwährend immer rumgeschraubt wird. Deshalb verändern sich halt auch Metabuilds über die Zeit immer mal wieder. Und das war auch bei anderen Diablos schon so gewesen. Und wie gesagt, das Ding ist noch nicht mal released und es ist ja gut, dass Blizzard jetzt noch ein bisschen rumschraubt, um dann vielleicht zu Release tatsächlich durchgehend gut ausbalancierte Klassen präsentiert. Und selbst wenn es dann nicht so ist, muss man einfach sagen, mit dem Tempo, in dem Blizzard zurzeit an dem Spiel arbeitet, wird man auch Balancing-Probleme nach Release schnell in den Griff bekommen. Perfekt ausbalanciert ist am Ende des Tages kein Spiel. Und natürlich ist es ärgerlich, gerade wenn man Totenbeschwörer-Fan ist, wenn diese Klasse so genervt wird, dass sie eben nicht mehr gut spielbar ist. Aber wie gesagt, wir sind noch vor Release, also von daher erstmal abwarten, wie das Klassenbalancing dann eben zu Release aussieht. Und selbst wenn es dann eben nicht für jeden perfekt ist, bin ich ziemlich sicher, dass man arge Balancing-Probleme bei Blizzard relativ schnell in den Griff bekommen wird. Aber gut, für mich als Content-Creator ist es natürlich immer super, wenn es Balancing-Probleme gibt, weil dann kann ich auch endlich mal wieder erschrocken auf einem Thumbnail durch die Gegend schauen und ein tolles Video dazu machen. Und wo wir gerade dabei sind, ist jetzt mal eben kurz Zeit für das hier. Dir ist unglaublich heiß. Du bist durstig. Du fühlst dich müde und abgeschlafft. Du weißt nicht, was du tun sollst. Dann habe ich jetzt hier für dich die beste Lösung.
Holy Energy schmeckt nicht nur hervorragend, löscht nicht nur deinen Durst, nein, es macht dich auch wach. Und das Ganze ohne Zucker und den ganzen anderen Scheiß, den dir andere Energy Drinks liefern. Denn Holy Energy kombiniert erstmals geilen Geschmack mit echtem Fokus, ohne Zucker, Taurin und künstliche Aromen. Also sei kein Frosch und greif zu Holy Energy. Mit dem Code Schlecki bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Und wenn ihr Neukunden seid, bekommt ihr mit dem Code Schlecki 5 5 € von eurer Bestellung abgezogen. Also, let's do it! Abgesehen von diesen ganzen technischen Sachen und den Balancing-Sachen, was ja natürlich immer Diskussionsstoff ist, muss man aber einfach sagen, dass die Kerndisziplin, nämlich das Spiel an sich, auch wirklich gut ist. Wir haben bis jetzt nur ein Gebiet gesehen und ich fand, das Gebiet war schon richtig vollgepackt mit Dingen, die man in diesem Spiel tun kann. Und das, was man tun kann, ist einfach gute Diablo-Unterhaltung, so wie man sie kennt. Natürlich ist das Gameplay, das Kerngameplay von Diablo, das kann man mit Sicherheit sagen, etwas stumpf, man kloppt halt die ganze Zeit Monster nieder, aber das war in jedem Diablo so und es macht ja Spaß. Und kaum ein anderes Spiel versteht es so gut wie Diablo, die Jagd auf Items so gut und so belohnend und eben auch so süchtig machend zu präsentieren. Und der vierte Teil steht seinen Vorgängern da in nichts nach. Ich finde sogar, dass die Präsentation beim vierten Teil nochmal wesentlich besser ist als zum Beispiel beim dritten Teil. Damals hatten sich ja viele beschwert, das Ganze sei zu bunt, zu comicartig. Und das hat sich Blizzard scheinbar zu Herzen genommen, denn jetzt bekommen wir ein wirklich düsteres Spiel präsentiert, was sich auch einfach richtig anfühlt, was sich anfühlt wie ein richtiges Diablo. Die Welt von Sanctuario ist düster und böse und das bekommen wir immer wieder auf die Nase gebunden. Sei es in Zwischensequenzen, die teilweise wirklich heftige Gewaltspitzen haben, oder auch in der Welt an sich, die dieses Mal eben nicht bunt präsentiert ist, sondern düster und roh. Und am Ende des Tages ist für alle so ein bisschen was dabei. Will man einfach nur ein bisschen Story spielen und Items grinden, dann bekommt man eine atmosphärische Story präsentiert, die auch wirklich spannend ist und wo es einfach Spaß macht, ihr zu folgen. Aber auch neben der Hauptstory gibt es natürlich viel, viel zu erledigen. Und wir haben bis jetzt ja auch nur einen Teil von dem gesehen, was im fertigen Spiel alles enthalten sein wird. Und alleine dieser kleine Teil war schon so unterhaltsam und so mannigfaltig, dass mich das Ganze jetzt wirklich in 3 Beta-Phasen, obwohl ich ehrlich gesagt beim Server-Slam fast schon ein bisschen müde war, aber es hat mich trotzdem mitgerissen. Und auch im Server-Slam war es dann eben doch nochmal wieder geil, doch nochmal wieder 2 Charaktere hochzuspielen, weil du eben so viel zu tun hast. Du hast etliche Nebenaufträge, du hast dann noch die Festungen, die du machen kannst. Ganz viele Dungeons sind in der Welt versteckt. Dann gibt es noch die Aktivitäten. Und ich persönlich finde tatsächlich, dass dieses Shared World Feature eine sinnvolle Weiterentwicklung von Diablo ist. Mich haben die anderen Spieler in der Welt eigentlich nie gestört. Die waren da und zum Teil fand ich es dann sogar ganz cool, wenn irgendwo eine Aktivität gerade gestartet ist, dass dann noch andere Spieler dazugekommen sind, man gemeinsam da mal eben diese Aktivität beendet hat und dann wieder seiner Wege gegangen ist. Und du wirst ja sogar für das Ganze belohnt. Sind Spieler in der Nähe, bekommst du nochmal einen Erfahrungspunkte-Boost. Von daher tut es einem ja nicht weh, dass diese anderen Spieler da sind. Und andere Spieler, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, kloppen einem auch keine Questmobs weg. Also gerade wenn ihr vielleicht einen bestimmten Boss legen müsst oder so, dann erscheint er für euch natürlich wieder oder respawnt nach ganz kurzer Zeit. Also von daher hat mich das nicht gestört, sondern ich fand es irgendwie nett, dass da eben auch noch andere Leute sind, dass man vielleicht ganz kurz mal so ein Gruppenevent gemeinsam hat und danach eben wieder seine eigenen Sachen machen konnte. Und das war ja noch nicht alles. Es gibt dann eben auch noch diese ganzen Crafting-Geschichten, die man da machen kann, die Klassenquests, die man erledigen kann. Natürlich sowieso sich sein eigenes Bild zu bauen, sich sein Loot zusammenzustellen, dass der Charakter immer besser wird. Dann wird es später im Release-Spiel natürlich auch noch für die, die es interessiert, PvP geben, Endgame-Inhalte geben und so weiter und so fort. Die Gebietsherausforderungen sind dann auch nochmal so eine nette Sache, die man halt so nebenbei macht.
Also, was weiß ich, töte 10 von diesen Gegnern und erkunde das und das Gebiet. Dadurch gibt es dann eben auch nochmal Punkte, für die man am Ende noch Belohnungen bekommt. Ihr könnt die Statuen von Lilith suchen. Also, es ist einfach viel zu machen. Und ich fand das Gebiet, die zersplitterten Gipfel, in denen wir in den Beta-Phasen jetzt unterwegs waren, dieses Gebiet war schon wirklich groß gewesen und bot irgendwie viel Möglichkeiten für Erkundungen und so weiter. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass das wirklich nur ein kleiner Teil der gesamten Karte ist, dann wird das Spiel zu Release, also das volle Spiel, einfach riesig werden, indem man, ja, wo man wirklich einfach hunderte Stunden auf dieser Map verbringen kann und wahrscheinlich immer noch was Neues entdeckt. Und ich muss sagen, obwohl ich auch so ein kleiner Season-Muffel bin, finde ich die Seasons dieses Mal tatsächlich ganz interessant. Dazu werde ich aber noch ein separates Video machen, wo ich nochmal auf diese ganze Season-Thematik eingehe und warum ich denke, dass auch Season-Muffel eigentlich Spaß haben können und sollten mit den Seasons. Das ist auch auf jeden Fall nochmal ein ganz tolles Konzept, dass man eben wirklich themenbasierte Seasons macht, die dann so ein bisschen allumfänglich sind und so und vielleicht auch noch kleine neue Storys bieten und so weiter und so fort. Also es wird wirklich viel zu tun sein in diesem Spiel. Unterm Strich muss man sagen, dass ich nach diesen Beta-Phasen auf jeden Fall der Meinung bin, dass wir hier ein absolutes Top-Spiel zu erwarten haben. Zum einen ist das Ganze vom Gameplay her, von der Welt her, von der Atmosphäre her einfach riesig groß. Man wird unglaublich viel in diesem Spiel zu tun haben. Dann merkt man dank der Beta-Phasen auf jeden Fall auch, dass Blizzard wirklich hart an dem Ding arbeitet und dass sollten Probleme auftreten, wie eben das Balancing der Klassen und so weiter. Ich bin wirklich guter Dinge, dass Blizzard solche Probleme immer schnell in den Griff bekommt und dort nachbessert. Und dann muss man einfach sagen, das Ding ist meiner Meinung nach jetzt schon ziemlich gut gepolished. Jedenfalls das, was wir bis jetzt gesehen haben. Da gab es andere AAA-Titel in der Vergangenheit, die zu Release wesentlich schlechter liefen als Diablo 4 jetzt in seinen Beta-Phasen. Und auch die Angst, dass vielleicht am Release-Tag oder an den ersten Tagen die Server abklappen, die Angst habe ich nicht mehr wirklich. Ich kann mir zwar vorstellen, dass wir am Release mit ein paar Warteschlangen rechnen müssen, aber ich glaube, die werden verkraftbar sein, weil Blizzard es ja jetzt auch schon vom Closed-Beta-Start bis in den Server-Slam geschafft hat, die Server so zu stabilisieren, dass sie gut laufen und man keine Wartezeiten hatte. Also, wenn man sich für Hack'n'Slays interessiert oder wenn man sich für generell Spiele interessiert, in denen es viel Loot gibt, von mir aus auch sowas wie Division oder eben Destiny, dann sollte man auf jeden Fall einen Blick wagen, weil ich glaube, hier kommt wirklich eine ganz dicke Bombe, die auch über Jahre tatsächlich die Spieler beschäftigen wird. Wie gesagt, es wird Seasons geben, es wird DLCs geben, es soll auch richtige Story-Add-ons geben. Und wenn man überlegt, dass ein Diablo 3 jetzt nach, ich glaube, mittlerweile 11 Jahren auch immer noch hart gespielt wird, bin ich mir sicher, dass ein Diablo 4 das genauso schaffen wird. Und das Ganze steht meiner Meinung nach wirklich auf stabilen Füßen. Jedenfalls so weit man das in den Betas jetzt sehen konnte. Was sind eure Erkenntnisse aus den Beta-Phasen? Habt ihr da eine ähnliche Meinung wie ich und denkt, das Ding wird wirklich von Release an eine Bombe? Oder habt ihr noch irgendwelche Sorgen bezüglich des Releases? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Diablo 4 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.